Hey ho und willkommen zu einem weiteren 100% Zonen-Video. Wir sind auf Eden 6 angekommen. Somit auf dem vorletzten Planeten. Der letzte Planet ist Necrotapheo. Und wir fangen direkt mit der Startzone an. Also das ist die erste Zone, die ihr auf Eden 6 kennenlernen werdet. Es ist auch die Zone, die am meisten bereist wird. Also ihr werdet immer wieder hier hinkommen. Also wie man sieht das hier, hier ist ein Ausgang, da ist ein Ausgang. Da ist ein Ausgang, da ist ein Ausgang, da ist ein Ausgang. Also, das ist wirklich so die Hauptzone, in der alles stattfindet, in der sozusagen das gespielt wird. Wir haben in der Zone offiziell 15 Orte. Ich habe nur 14 entdeckt und ihr seht das hier. Ich habe alles aufgedeckt. Ich habe das Problem immer noch im Moment, dass mir diese Zone, also da, wo ich jetzt gerade starte, da, wo ihr mit der Landungskapsel ankommt, dass mir die nicht angerechnet wird. Bei den anderen Charakteren, die ich gespielt habe, wurde mir diese Zone angerechnet. Da habe ich dann 15 von 15 Orten. Warum es bei dem Charakter nicht klappt, ich weiß es nicht. Es ist schade, aber ich kann damit leben. 8 Missionen, wenn ihr die Hauptstory spielt und alle Nebenquests macht, habt ihr dementsprechend natürlich auch 8 Missionen fertig. Die Schnellreisestation, einmal die Landungskapsel, einmal Reliance und einmal hier oben das der knotige Gipfel. Findet ihr automatisch, wenn ihr die Hauptstory spielt. Da gibt es also keine Probleme. Wir haben zwei iridianischen Schriften, drei rote Kisten, 12 Crew-Herausforderungen, die einmal aus zwei Besorgstier bestehen, zwei Crimson Radio Towern, einer legendären Jagd, zwei toten Claptraps. Drei Typhon-Logs, dementsprechend auch ein Typhon-Geheimdepot. Wir werden natürlich alles einmal abdecken. Wir werden ein bisschen vercrackt rumreisen, also wir werden einmal nach hier unten gehen. Dann zurückgehen. Beziehungsweise halt zurück. Was heißt zurück? Einmal hier lang gehen, nach hier oben. Wir werden dann durch Reliance fahren. Weiter nach hier oben. Das Crimson Radio, den Crimson Radio Tower benutzen. Von da dann weiter nach hier. Mit dem Baumstammtransport bzw. Containertransport, weil sonst anders kommt man hier hinten nicht rein. Von dort werden wir dann ganz entspannt hier lang gehen, wieder hier hochfahren, das hier abdecken, das, das und dann hier hinten am Ende das. Wie genau ich das mache, weiß ich nicht. Auf jeden Fall ist das so der grobe Plan auf jeden Fall. Wie bereits erwähnt, die Zone werdet ihr immer wieder bereisen. Ich find's, also sie ist weder gut noch schlecht. Also es gibt Zonen, die ich um einiges mehr gefeiert habe. Es gibt Zonen, die haben mich um einiges mehr aufgeregt. Deswegen ist das nicht unbedingt weiter spannend, finde ich. Ihr habt hier sehr viel freie Fläche, beziehungsweise auch nicht, beziehungsweise was heißt auch nicht, ihr habt hier relativ viel freie Fläche, die nicht wirklich spannend genutzt wird. Ja, für ein paar Missionen braucht ihr sie, aber ansonsten ist das wirklich nicht spannend. Ich muss gerade mal gucken, ich glaube nämlich, ich habe keinen Granatenmod drin. Wir nehmen natürlich auch Recurring Hex. Ihr müsst in der Story, kommt ihr an relativ vielen Orten, kommt ihr einmal automatisch vorbei. Trotzdem finde ich, sind die Objective diesmal leicht zu übersehen. Zum Beispiel hier, ihr habt das erste Typhon Log direkt hier oben. Gut, wenn ihr in der Nähe seid, wird es euch automatisch angezeigt. Dann habt ihr das einmal hier, zack. Hallo, einmal bitte gegenhauen. Sagt, oh, das war ein Meteor, da lässt eine Granate fallen. Geht mich auf die Nerven. Hier, komm, so, sammelt Granaten. Ihr habt also wirklich direkt hier, wenn ihr von hier spawnt, einfach geradeaus runterfahren, geradeaus. Auf dem ersten Tower habt ihr das erste Typhon-Log. Von da könnt ihr runterspringen. Müsst, naja, gut, eventuell müsst ihr euch halt durchkämpfen. Je nachdem, welches Level ihr seid. Kannst du bitte aufhören, Soundbug? Das war ein interessanter Soundbug. Hatte ich bis jetzt auch noch nicht. So, mit den Nerven. Und zack. Naja, ich habe wieder 25 Lasterplasma. Auch schön. Na, geh mir nicht auf die Nerven. So, danke. Auf jeden Fall für die Besorgstier, für das Besorgstier, Gefährt. Einfach hier an die Ecke gehen. Lässt sich wirklich spannend. Einfach gescheit. Ja, gescheit da drüber springen. Also, ich gehe da jetzt nicht nochmal hoch. Wir müssen wirklich einfach nur von da drauf springen. Und dann das Gefährt zur Catcher-Ride-Station fahren. Wir fahren aber wieder oder teleportieren uns in unser Gefährt.
in unser Fahrzeug, wie auch immer nennen, und fahren, wir sehen es schon leuchten, zum Crimson Radio Tower. Der Crimson Radio Tower ist wirklich relativ mittig in diesem großen Anfangs. Nein, gut, mittig wäre hier. Also, ihr könnt ihn eigentlich nicht versehen, weil er halt wirklich blinkt wie eine, so eine, wie so ein Leuchtturm. Du solltest aussteigen. Einfach unter dem aussteigen, auf die Hütte klettern, hier drauf klettern, auf diesen kleinen Motor springen, auf den Metallbalken klettern, noch einmal zur Seite springen. Und das war's auch schon. Dann ist hier dieses der Crimson Radio Turm aktiviert. Ihr könnt wieder wegfahren. Wir fahren jetzt einmal nach oben. Ich muss jetzt gucken, wie ich das gescheit mache. Was jetzt chronologisch am meisten Sinn macht. Ich glaube, wir fahren erstmal nicht nach Reliance, wir fahren erstmal nach rechts. Also nach links geht's nach Reliance, wir fahren erstmal nach rechts weiter. Und hier auch nicht allzu lang, weil man kann hier einmal zack aussteigen. Hier kommt ihr so oder so wegen einer Nebenmission hin. Die Nebenmission, ich weiß den Namen leider nicht. Auf jeden Fall müsst ihr hier einer Barbesitzerin helfen, die mit den Jabberwox Probleme hat. Nicht Jabberwox, Jabbers. Komm ich auf Jabberwox. Mit den Jabbern Probleme hat. Die Bischer Jabber. Hast du irgendwas Tolles? Ich denke, ich bin zurück. Also, ihr müsst hier euch generell durchkämpfen. Und aber hier rechts an der Seite habt ihr die erste iridianische Schrift. Ich würde jetzt nicht sagen, dass sie versteckt ist, aber man kann sie leicht übersehen. Erstens, weil das Gebiet man hier nur hinkommt, wenn man die Nebenmission macht. Oder normalerweise nur hinkommt, wenn man die Nebenmission macht. Und sich dann auch eher hier oben aufhält. Das heißt, man kann die hier leicht verpassen. Sollte aber nicht allzu dramatisch sein. Also, wenn man nämlich hier in der Gegend ist, sollte die normalerweise angezeigt werden, die iridianische Schrift. Deswegen sollte das kein Problem sein. Wir fahren kurz Richtung Brücke. Und drehen dann auch direkt wieder um. Weil hier vor der Brücke. Ja, warte, ich muss ja kurz Gegner töten. So, perfekt, vielen Dank. Zack. Hier vor der Brücke habt ihr nämlich. Also, wir sind jetzt von hier gekommen. Könnt natürlich auch von hier unten fahren. Habt ihr das zweite Typhon-Lock? Das zweite Typhon-Lock ist wirklich nicht. Das ist absolut gar nicht versteckt. Wenn ihr. Na, ihr müsst relativ knapp dran vorbeifahren. Dann wird es euch angezeigt auf der Karte, ansonsten müsst ihr halt wirklich einfach aussteigen und hier hinrennen und es machen. Vom zweiten Typhon-Lock, wir fahren nicht über die Brücke, wir fahren auch nicht runter, wir drehen wieder um, das wollte ich nämlich nicht machen. Ihr seht hier eine kleine Rampe. Also, ich bin jetzt ungefähr hier, hier oben ist der knotige Gipfel, hier unten an dieser Kreuzung, hier habt ihr auch diese Wegpfeiler, so nach dem Motto, ja, hier wirklich, zack, das ist Knotty Peak, also knotiger Gipfel. Und von den Eingang habt ihr diese Rampe. Ich hoffe, ich kriege das jetzt mit dem Tempo hin. Nein! Schade. Das war eindeutig zu wenig Speed. Ich probiere es ganz schnell nochmal. Fahren da jetzt einfach mal schnell hin. Und dann mache ich das einfach nochmal schnell. Zack. Ganz einfach, weil das müsst ihr für die zweite besorgste Mission machen. Denn dieses Gefährt da oben oder dieses Gefährt auf dem Turm ist nur über diesen Sprung auf über die Rampe zu erreichen. Und deswegen. Warte, ich probiere das jetzt nochmal. Also nochmal ein bisschen mehr Speed diesmal. Das sieht gut aus. Bremsen. Oh, ich habe das Ding getroffen. Also, jetzt sind wir hier oben gelandet. Hier in diesem Häuschen ist auch nichts Spannendes drin. Also, so leid es mir tut, falls ihr jetzt irgendwas Krasses erwartet habt. Ist nicht. Zumindest heute nicht. Habt ihr dann hier, wenn er nicht brennt und ihr nehmen könnt, einfach reinsetzen, zur Catch-Ride-Station bringen und ihr habt den, das zweite Besorgstier fertig gemacht. Ich kann euch das nochmal zeigen, das ist auf der Karte hier. Das erste war da, das zweite ist hier. Ihr müsst von hier oben die kleine Rampe nehmen. Nehmt genügend Speed mit, weil sonst kommt ihr halt einfach nicht hin. Also sonst reicht es halt einfach nicht vom Speed her. Und dementsprechend einfach genug springen. Vom Catch Ride könnt ihr geradeaus durchfahren. Dann habt ihr hier nämlich so einen coolen Lift. Dann müsst ihr zack. Einfach drauf fahren. Der bringt euch
hoch nach Reliance. Ist ganz praktisch, finde ich auch cool gemacht, dass da so ein Timer runterläuft. Der schaltet die erst nach einer Nebenmission frei. Auf jeden Fall seid ihr dann hier oben in Reliance und in Reliance gibt es die erste rote Kiste. In der Hauptstory macht es ihr so oder so kaputt. Und das hier ist eine rote Kiste. Man sieht leider nicht von außen. Von außen ist die eher so braun. Die Jacobs-Kisten sehen an sich am coolsten aus, finde ich. Sind allerdings am schwersten als rote Kisten zu erkennen, finde ich. Also persönlich. Für mich ist das einfach nur eine Waffenkiste, weil sie von außen braun ist und keine rote Kiste. Ja. Geschmäcker sind verschieden. Heißt, ihr habt wirklich hier in dem Tower die erste rote Kiste. Wir fahren auch direkt weiter zum Sägewerk, beziehungsweise, ich weiß gar nicht, was ist das Sägewerk? Ich weiß nicht, wie es heißt. Müsste Sägewerk heißen? Holzlager. Okay, sorry, es ist ein Holzlager, kein Sägewerk. Mein Fehler. Hier müsst ihr in der Hauptstory auf jeden Fall lang. Aus zwei Gründen ist dieser Ort wichtig. Erstens, hier ist nämlich, entferne mal kurz einen Punkt von der Karte, ich kann das nicht leiden, wenn da so ein Punkt rumgeistert. Ihr müsst den... Tötet sie schnell! Also, nein, andersrum. Aus zwei Gründen ist dieser Ort hier wichtig. Erstens, ihr müsst wegen der Hauptstory so oder so hier lang. Und zweitens haben wir hier einen Crimson Radio Tower. Dieser Crimson Radio Tower ist auch ganz unauffällig. Wirklich, wenn ihr hier hochklettert, einmal durch diesen Gang geht, geradeaus, also wenn ihr das dann Ding dann verfehlt, dann seid ihr selbst schuld. Es ist ganz klassisch, ihr seht gelbe Farbe an der Kante, zack, ich springe an der gelben Farbe hoch. Das ist wirklich, zack, nicht zu weit springen. Zack, noch einen hoch. Und dann sind wir schon oben und können das hier aktivieren. Wirklich von hier einmal dahin, zack, zack, zack. In der Hauptstory müsst ihr hier hin und auf einen dieser Baumtransporte springen. Das müssen wir jetzt auch machen. Das ist aus dem Grund wichtig, weil also in der Hauptstory müsst ihr einen Waffenschmied. Ja, es ist schön, dass du später der Zwillingsbruder bist. Bist du nichts mehr. Jetzt bist du maximal der Zahnstocher der Zwillingsbruder. Der Zwillingsbruder. Kann ich von hier eigentlich schon hoch? Ne, ich glaube nicht. Ich muss außen rum ran. Schade. Also in der Hauptstory müsst ihr da so oder so lang, um einen Waffenschmied aus dem Gefängnis zu befreien. Und anders kommt ihr leider nicht ins Gefängnis. Und wir müssen da jetzt hin, weil im Gefängnis die zweite rote Kiste versteckt ist. Und da ihr leider danach den Weg nicht öffnet oder so, also für immer bereit macht, müssen wir jetzt auch nochmal den Container, beziehungsweise ihr könnt auch auf die Holzstämme oder Baumstämme springen, das ist relativ schon Wumpe. Fahren. Ich weiß nicht, ob das ein Bug ist, weil gefühlt ist das immer noch ein bisschen buggy. Warum das buggy ist, erkläre ich euch gleich, weil ich habe die Hauptstory ja schon abgeschlossen. Also auch die Mission, wo ich den Waffenschmied befreien muss. Ihr seht das da hinten. Da hinten ist das, zack, Gefängnis, was ich meine. Also wir fahren jetzt sozusagen von hier einmal nach da. Und das ist sozusagen das Wichtige. Oder das, wo ich hin möchte. Denn da ist die zweite rote Kiste. Und... Boah, ich muss kurz kratzen. Boah. So. Und dort kommt man anders im Moment nicht hin. Also man kann bestimmt mit einem gekonnten Granatenjump oder einem gekonnten Raketenwerfersprung über das Tor da. Ihr seht das da. Dieses Tor hier. Bestimmt kommt man da gekonnt drüber. Ich hab's bis jetzt aber nicht geschafft. Gleich auf einen Kampf gefasst. Ja. Die KDK geben ihre Gefangenen ungefähr so gern auf wie ein Grog einen Schienbeinknochen. Genau das meine ich mit Buggy. Viel Glück kann man weil dieser Sound kommt immer, obwohl die Mission ja schon fertig ist. Bleib liegen, Lusche. Ich weiß nicht, ob das so sein soll. Ich glaube, ich habe das Tor da gar nicht aufgemacht, deswegen komme ich da nicht rein. Ja, manchmal bin ich auch einfach schlau. Also wenn ihr schlau seid, habt ihr das Tor da anscheinend aufgemacht. Dann bleibt es hoffentlich auf. Auf jeden Fall hier. Da, wo No Access draufsteht, findet ihr die zweite rote Kiste. Der ist kaputt gegangen. Wie gesagt, ich bin der Meinung, die Dinger sind nicht rot bei Jacobs. Sie sehen zwar übelst geil aus, aber sie sind mehr braun als rot. So, ah cool, guck mal. Dann komme ich auch hier raus. Ja gut, hätte ich vielleicht dran denken können. Habe ich nicht. Tut mir leid. Wenn ihr die Tür geöffnet habt, kommt ihr da also leichter hin. Und könnt euch direkt die rote Kiste holen. Von hier können wir eigentlich zu Fuß zum nächsten Ziel gehen. Das nächste Ziel ist nämlich direkt hier in den Baumwippeln, Baumfeldern, also da. Ja, hier sind ein paar
Ein paar Grogs. So. So, du gehst mir in den Sack. Auch nicht. So. Das heißt, ihr wirklich einfach hier über die Bäume springen. Und dann habt ihr hier, leicht versteckt, muss ich ehrlich zugeben, den ersten toten Claptrap. Der ist also wirklich so ein bisschen out of bounds. Soll uns aber nicht weiter stören, weil der ist hier einfach nur, der hat sich einfach nur festgesteckt. Und dann könnt ihr da den ersten toten Claptrap rausfinden. Wir porten uns jetzt zurück zu unserem Gefährt und fahren hier oben in die Ecke. Ganz einfach, weil wir da sozusagen die letzten wichtigen Sachen haben, die wir brauchen. Ja, hat es genommen, perfekt. Wie gesagt, die Route ist jetzt nicht optimal, aber ich finde das Hochmoorbecken auch absolut verwinkelt. Und ich bin auch davon ausgegangen, dass ich wieder über diese Container in diesem Bereich springen muss, weil ich einfach nicht gesehen habe, dass man die Tür öffnen kann. Weil ich benutze diese Schnellreisefunktion, also einfach auf Karte drücken und hier zu dem Zyklon oder beziehungsweise zur Schnellreisestation zu teleportieren, so häufig, dass mir sehr viel durch die Lappen geht. Bin ich ehrlich, ich habe auch beim ersten Playthrough so viele rote Kisten verpasst, weil die immer am Ende vom Bossfight sind, neben der Schnellreisestation. Aber ich dachte mir, warum soll ich die Schnellreisestation nutzen, wenn ich endlich ein cooles neues Feature habe, das mir erlaubt, von überall zu reisen. Und dementsprechend habe ich es einfach immer verkackt, die zu nehmen. So, hier sind, also hier ist Spawn Gegner. Wie gesagt, wenn ihr on-level seid, empfehle ich euch, die Gegner erst Platz zu machen, bevor ihr weiter wollt. Wenn ihr, so wie ich gerade, einfach nur Max-Level seid und die Gegner euch am Arsch vorbeigehen können, dann lasst es auch wirklich in Ruhe. Das heißt, ihr klettert wirklich, wir sind jetzt sozusagen, wenn die Karte so aussieht, sind wir jetzt in der links oberen Ecke und haben dort dann schön bei einer schönen Aussicht das dritte und letzte Typhon-Lock. Mit dem dritten und letzten Typhon-Lock aktiviert sich automatisch das Typhon-Geheimdepot. Da werde ich natürlich gleich auch noch hinfahren, aber es wird euch automatisch auf der Karte angezeigt. Das heißt, selbst wenn ihr, also wenn ihr das Typhon-Geheimdepot nicht finden solltet, könnt ihr auf der Karte nachgucken, wenn ihr alle drei Typhon-Locks habt. Wir gehen aber erst weiter zur Iridianischen Schrift, zur zweiten. Die ist auch hier oben. Ist auch wieder nichts Spannendes, die ist auch nicht wirklich gut versteckt. Das heißt, wenn ihr hier einmal lang rennt, ihr seht sie. Also, wenn ihr hier kämpft gegen die Gegner, dann sollte sie eigentlich euch auf der Karte angezeigt werden, wenn es wieder nicht buggy ist. Und dann habt ihr hier die zweite iridianische Schrift. Das ist so ein schwieriges Wort, ne? Ich weiß nicht warum, aber ich tue mich mit dem Wort iridianische Schrift. Iridianische Schrift. Iridianische Schrift. Übelst schwer. Egal, von der Schrift, ich nenne es jetzt einfach nur von der Schrift, könnt ihr runterspringen und dann, sobald ihr nach rechts gehen könnt, könnt ihr, oder macht ihr das am besten, weil dann geht es zur legendären Jagd. Die legendäre Jagd ist eine Nebenmission oder eine kleine Hommage von Sir Hammerlock. Hammerlock. Ich weiß, so zack, da stand der Zorn schon einfach nur ein riesiger T-Rex, der nicht gerade... der kaputt ist. Ein eingefrorener, kaputter T-Rex. Das heißt, ihr habt wirklich hier hinten in der ganz... also hinten in dieser Kuhle habt ihr dann die legendäre Jagd. Allerdings ist in der hintersten Kuhle auch nochmal die hier. Kiste bei diesen Koordinaten. Und zwar die dritte rote Kiste. In diesem Bereich auf dem Hochmoorbecken. Und damit haben wir auch alle roten Kisten. Also die ist wirklich da. In der Ecke. Abgeklappert. Ich bin ehrlich, ich habe sie beim ersten Mal legit einfach übersehen, weil ich gegen Chongstorm gefightet habe, mich ein bisschen schwer getan habe, ihn hier besiegt habe, und die Kiste dann dementsprechend nicht gesehen habe und bin einfach wieder weggegangen. Ich habe sie dann, als ich Chongstorm gefarmt habe, weil legendäre Jagdziele droppen, haben garantiert eine spezielle, nur für sie eine Legendary, keine World Drop, sondern nur für sie spezifische. Und Chongstorm hat eine coole Shotgun, die ich haben wollte. Und dann habe ich ihn irgendwann mal hier gefightet. Und dann habe ich die Truhe auch gesehen. Und dann hatte ich natürlich auf einmal dann auch die roten Truhen fertig. So, wir teleportieren uns zurück in unseren Zyklon. Mit dem Zyklon könnt ihr wirklich, also sobald ihr hier runterspringen könnt. Ja, ich weiß gar nicht, komme ich jetzt auf Scheiß drauf. Das war natürlich nicht so schlau. Fahren wir wieder raus. So, ich wollte hier einfach nur runterspringen. Weil... ich habe es ja eben schon angekündigt, nachdem ihr das dritte Typhon-Lock gefunden habt, könnt ihr zum Typhon-Geheimdepot. Wir nehmen, bevor wir zum Typhon-Geheimdepot gehen, natürlich nochmal kurz den zweiten toten Claptrap mit, damit wir auch wirklich jede Crew-Herausforderung auf der Map fertig gemacht haben. Naja, ich werde hier vieles nicht tun.
Ihr seid hier, hier müsst ihr auch in der Story. Das waren ein paar mehr Fässer, als ich dachte. Hier müsst ihr in der Story-Mission so oder so hin. Das heißt, wenn ihr hier seid, einfach mal gucken. Unter dem Holzbalkon findet ihr hier einen toten Claptrap. Den dann einsammelt, das ist leider nur. Geh mir nicht die Nerven. Das ist leider nur eine normale. Wo ist das da? Eine normale. Geht mir mal nicht auf die Nerven. Ihr sterbt in Ruhe, während ich hier rede. Leider nur eine normale Waffenkiste. Allerdings habt ihr, wie gesagt, hier den toten Claptrap. Und von hier könnt ihr direkt hier an dem Rand runterspringen. Das machen wir auch direkt. Und dann kommt ihr auch direkt zum Teifen Geheimdepot. Also wirklich, ihr könnt hier schön nach unten springen. Ihr seht dann hier so eine kleine Hütte und hinten an der Hütte, also normalerweise, wenn ihr den normalen Weg wählen würdet, was sehr langweilig ist, kommt ihr ungefähr von hier, dann seht ihr hier die Hütte und hinter der Hütte steht das Typhon Geheimdepot. Damit habt ihr, oder solltet ihr zumindest die Zone auf 100% haben, wenn nicht, wie bei mir, bei euch, einer der Orte buggt. Dieser Bereich hier. Dieser Bereich buggt bei mir. Es regt mich auf. Und bis jetzt habe ich nicht einen Weg gefunden, es zu finden, zu fixen. Bei den anderen Charakteren hat es automatisch geklappt. Ich komme aus der Schnellreise raus. Der Ort wird mir angezeigt. Habe ich hier bei dem Charakter leider nicht. Ich weiß nicht, warum. Ist aber auch egal. Hauptsächlich soll es ja hier um die Crew-Herausforderung gehen. Die Orte findet ihr normalerweise, wenn ihr die ganze Karte aufdeckt. Ausnahmen bestätigen die Regel. Leider bin ich jetzt die Ausnahme. Das heißt, wir gehen noch einmal schnell im Schnelldurchlauf alles durch. Heißt, wenn wir von hier kommen, springen wir geradeaus runter, haben hier das erste Typhon Lock, die erste besorgte Mission, wo ihr einfach hier von der Kante, also von der Seite, einfach so schräg rüberspringen müsst. Am besten nicht so wie ich, voll gegen die Kante klatschen, sondern euch dann hochziehen. Dann habt ihr das erste besorgte Gefährt, oder das erste besorgte Fahrzeug. Davon könnt ihr dann, zack, hier hingehen. Das ist einer der Turmschienen. Da findet ihr das erste Crimson Radio. Einfach hochklettern, sollte sich von selbst erklären. Ist normalerweise eigentlich nicht so das Problem. Von dem Crimson Radio Tower sind wir hier lang gefahren. Hier lang gefahren. Sind hier dann kurz ausgestiegen, haben uns kurz die erste iridianische Schrift geholt. Sind runter, sind kurz hier bis zur Brücke gefahren. Haben das erste Typhon Lock gemacht. Das zweite Typhon Lock abgehört. Von dort haben wir hier die Rampe genommen. Damit wir hier das Besorgstierfahrzeug kriegen können. Das könnt ihr wirklich nur durch die Rampe erreichen. Ich habe keinen anderen Weg hochgefunden, auch nicht mit Granatenjump oder Raketenwerferjump. Anders klappt es nicht. Achtet darauf, dass ihr genug Schwung nehmt, also fahrt ungefähr vom da los, gibt ein bisschen Boost und dann landet ihr drauf. Dann könnt ihr direkt davon runter weiterfahren. Hier schön den Aufzug. Also beides ist das gleiche, aber ich glaube Aufzug. Aufzug ergibt mehr Sinn in dem Sinne. Aufzug nehmen. Seid dann hier in Reliance angekommen. In Reliance ist hier in diesem netten kleinen Ding die erste rote Kiste versteckt. Von Reliance könnt ihr hier zum Holzlager fahren. Hier hochklettern. Hier habt ihr dann den zweiten Crimson Radio Tower. Der erklärt sich auch absolut von selbst. Die Arkanten sind fast alle gelb, an denen ihr hochspringen müsst. Und dann könnt ihr es oben aktivieren. Wie gesagt, ich habe es jetzt etwas umständlicher gemacht. Ich bin jetzt hier auf so einen Container gesprungen. Bin dann da abgesprungen im Gefängnis. Ihr könnt, wenn ihr so schlau wart und die Tür geöffnet habt, natürlich auch einfach hinfahren und die Tür öffnen. Und habt dann hier in diesem Mittelgang, wirklich in diesem Tower-Ding, genau da die zweite rote Kiste. Vor diesem Gefängnis-Ding kann man wunderbar nach hier gehen. Findet dann da den ersten toten Claptrap, der so zwischen zwei Wurzeln klemmt. Der auf jeden Fall da dann einfach halt rumgammelt. Von dort sind wir links oben in die Ecke gefahren, wo wir einmal das dritte Typhon-Lock haben. Mit dem dritten Typhon-Lock wird euch das Typhon-Geheimdepot auch auf der Map angezeigt. Wir haben die zweite iridianische Schrift, wir haben die legendäre Jagd mit Chonkstomp und direkt bei den Chonkstomp, ungefähr ja, hier müsste das sein, ist auch die dritte rote Kiste versteckt. Damit habt ihr auch alle roten Kisten. Dann müssten wir einmal nur kurz noch hier rüber, hier in diesem Lager unterm Holzbalkon, einmal den zweiten toten Claptrap abholen. Damit haben wir auch die toten Claptraps eingesammelt. Und von da kann man dann ganz geschmeidig, ganz entspannt hinters Haus gehen und das Typhon Geheimdepot öffnen. Nochmal zur Info. Auch wenn man
vorher das Typhon Geheimdepot sozusagen schon findet. Es bringt einen nichts, es öffnet sich wirklich erst dann, wenn man alle drei Typhon Logs in einer Zone gefunden hat. Erst dann kann man das Typhon Geheimdepot öffnen. Selbst wenn man vorher schon, also selbst wenn ich das Typhon Geheimdepot finde, aber noch nicht alle Logs habe, bringt es mir nichts. Ich muss wirklich erst die Logs sammeln und dann kann ich das Ding öffnen. Dann wird es euch aber auf jeden Fall angezeigt. Das soll es gewesen sein. War ein etwas längeres Video, weil die Zone so verwinkelt ist und auch echt groß ist, muss ich sagen. Und ich mich natürlich dementsprechend auch ein bisschen dumm angestellt habe mit der Tür, die ich nicht wusste, dass man sie einfach von innen öffnen musste. Egal. Das soll es auf jeden Fall gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Vielen Dank fürs Zusehen. Haut rein.